Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, heute mit einem, wie ich meine, oder wir meinen, durchaus lebenswichtigen Appell, den wir hier heute loswerden wollen, wenn wir sagen, check deinen Darm. Ja, wir wollen uns ein bisschen mit diesem Thema des Darms und allen möglichen, ja, Erkrankungen, die passieren können, dem Thema der Vorsorge hier ein bisschen widmen. Und ich freue mich über meine hochspezialisierten Gäste. Herzlich willkommen, Herr Primarius Dozent Dr. Georg Rosanelli. Er leitet die chirurgische Abteilung bei den Elisabethinern bei uns in Graz. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich begrüße auch Primarius Dr. Meinrad Lintschinger vom Institut für Ernährung und Stoffwechselerkrankungen auf der Lasnitzhöhe. Grüß Gott. Ja, Herr Dr. Rosanelli, also wenn wir vom Darm jetzt hier heute reden, vielleicht, dass wir am Anfang so mal ganz klar machen, von welchem, natürlich hat jeder einen Zustand und eine Idee, was der Darm ist in seinem Körper, aber dass wir mal ein klares Bild davon bekommen, wie schaut der menschliche Darm aus, wie präsentiert er sich? Es gibt so diese Faustregel, korrigieren Sie mich, ob die zu banal ist, diese 6:1 Verhältnis des Länge des Darms zur Größe des jeweiligen Menschen, stimmt das und wie ist der Darm als solch überhaupt aufgebaut? Der Darm ist prinzipiell einmal, muss man unterscheiden zwischen Dick- und Dünndarm. Mhm. Die Länge des Dünndarms wechselt so ungefähr zwischen 6 und 7 Metern, der Dickdarm zwischen 2 und 1,5 Metern. Der Darm als solches ist das größte endokrine Organ, das der Mensch besitzt. Die hormonelle Situation im Darm ist größer zum Beispiel als die hormonelle Aufgabe der Leber. Mhm. Der Darm verstoffwechselt alles, was wir essen, das sind im Tag ungefähr 2 Kilo, muss man sich vorstellen, an Nahrungsaufnahme, die der Mensch im Durchschnitt zu sich führt. Dieses gesamte Paket muss unser Darm verarbeiten. Er muss hier große Mengen an Nährstoffen herausfiltern. Diese Aufgabe übernimmt der Dünndarm. Im Dünndarm werden sämtliche Nahrungsmittel, Vitamine, Spurenelemente resorbiert. Der Dickdarm hat im Wesentlichen nur mehr die Aufgabe, diesen Nahrungsbrei einzudicken, mhm, und Wasser zu entziehen. Jetzt ist der Darm natürlich in seiner Dimension, aber auch in seinen Aufgaben, die Sie gerade geschildert haben, eigentlich ein Schwerarbeiter in unserem Körper, das kann man schon sagen. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wenn das jetzt mal nicht so, darf das auch so banal sagen, nicht funktioniert. Was heißt das, wenn ein Darm nicht funktioniert für den Menschen? Wenn der Darm nicht funktioniert, muss man sich vorstellen, der Darm wird heute von vielen Experten als das zweite Gehirn des Menschen, mhm, tituliert. Da sind so unglaublich viele Neuronen im Darm vorhanden. Es ist das größte Immunsystem, mhm, des Menschen. Wenn da etwas nicht funktioniert, gibt es natürlich genug Synapsen, die zum Hirn hinauf funktionieren, die dann einfach das Signal hergeben, es funktioniert nicht mehr. Man weiß heute, dass nicht nur psychische Erkrankungen, sondern viele andere Erkrankungen wie Neurodermitis oder Asthma oder andere chronische Erkrankungen des Bewegungsapparates eng mit dem Nichtfunktionieren des Darms in Zusammenhang stehen. Das heißt, es ist wirklich dann ein gesamtkörperliches und auch psychisches Problem, wenn der Darm nicht so tut, wie er tun soll. Das kann man schon mal so jetzt hier festhalten. Absolut, ja. Jetzt haben wir auch den Ernährungsexperten hier. Wir haben gehört, was der Darm zu leisten hat, nämlich das zu verarbeiten, was wir in uns hineinstopfen oder auch kultiviert essen, je nachdem. Der Einfluss der Ernährung auf den Darm. Gibt es so etwas oder wird es sicherlich geben? Was heißt darmfreundlich, was heißt darmfeindlich? Wenn man ja, so will. Der Einfluss der Ernährung auf den Darm ist natürlich immens. Obwohl uns der Darm über lange Zeit sehr, sehr viel, wenn man so will, verzeiht. Das heißt, wenn man jetzt die Ernährungsformen von heute teilweise sieht, die sehr hochenergetisch sind, hochindustriell gereinigt sind, teilweise sehr nährstoffarm, mhm, sind und dadurch natürlich halt auch dem Darm nicht die notwendigen Grundsubstanzen liefern, so ist dann natürlich schon in der Ernährung ein riesiges Potenzial jetzt auch drinnen jetzt für die Darmkrankheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schon, wie wir gehört haben, der Darm auch ein riesiges immunologisches Organ. Das heißt jetzt Lebensmittelunverträglichkeiten, die jetzt mit dem Abbau zu tun haben oder Lebensmittelallergien, die dann wirklich jetzt mit Antikörpern auch ganz körperlich reagieren.
Das sehen wir eigentlich relativ häufig und auch immer mehr. Auf der einen Seite, weil wir in der Diagnostik natürlich besser geworden sind. Und auf der anderen Seite natürlich auch, weil die Belastungen, die auf uns so zukommen, auch ständig ansteigen und nicht dementsprechend und adäquat ernährt werden. Weil die gesunde Ernährung, unter Anführungszeichen, ist ja für alle gleich falsch, wenn man so will. Das heißt, es haben sich die Belastungsprofile ganz deutlich geändert. Es haben sich die Nährstoffbedürfnisse aufgrund dessen auch deutlich geändert. Und darauf reagieren wir jetzt in der modernen Ernährungsmedizin immer zunehmender, dass wir dann auch sagen, wir können spezifische Situationen oder spezifische Bedürfnisse als solches eben ernähren. Das heißt also, dass ich kurz unterbreche, ausgewogene Ernährung, sagen wir jetzt nicht gesund, sondern ausgewogene Ernährung, aber auf das individuelle Profil. Zugeschnitten, ausgewogene Ernährung, natürlich einmal klar als Basisernährung. Und wenn ich jetzt spezifische Bedürfnisse habe, nehmen wir Schichtarbeiter, nehmen wir Vielreisende, nehmen wir Fernfahrer, nehmen wir Nachtdienstler in den Krankenanstalten. Nicht? Das heißt, da haben sich die Grundbedürfnisse schon grundlegend geändert. Das können wir natürlich auch so messen und dann auch dementsprechend ernähren. Was aber jetzt die Darmgesundheit als solches betrifft, natürlich wird ja auch im Namen der Gesundheit ja sehr viel Unsinn mit dem Darm betrieben. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass sich die Leute freiwillig den Darm ausspülen, von hinten, von oben und von unten. Gott, dadurch. Also als Abnehmmaßnahme, oder? Ich würde das sogar weitergehen. Ich würde sagen, diese ganze Industrie, die uns in eine Situation bringt, die nicht mehr gesund ist, diese ganzen Joghurt, Probiotika, ich wollte das gerne anschauen, diese Probiotika, die heute so propagiert werden, sind ja nichts anderes als angereicherte Bazillen, Laktosebazillen zum Beispiel, die wir zum Beispiel gar nicht vertragen. Ja? Die verändern die Darmflora in einer Art und Weise, die wieder zu einer Immunsituation führt, die völlig unnatürlich ist. Ja. Die den Darm irritiert, kann man das so sagen? Darm irritiert, es kommt zu völligen Fehlbesiedelungen und damit zum Teil sogar zu Durchwanderung des Darms durch diese Keime, zu chronischen Entzündungen, zu Infekten. Man kann dieses kritiklose Zuführen von Keimen in jeder Weise absolut medizinisch nicht vertreten. Und da gibt es genug evidenzbasierte Daten, die diese Vorgangsweise ablehnen. Ganz klar. Das ist Quatsch. Das kann man jetzt mal wirklich so festhalten, dieses Äußere, was da propagiert wird. Na, vor allem, man muss ja eins bedenken, es kommt dann immer das Argument, na ja, ihr Mediziner räumt ja den Darm zum Beispiel bei einer Koloskopie oder sonst was auch aus. Nur man muss eins bedenken, wenn ich jetzt eine Darmentleerung im medizinischen Sinn mache, ist das Antegrad. Das heißt, ich spüle den Darm von oben nach unten aus, mal in der richtigen Richtung. Wenn ich jetzt zu medizinisch-diagnostischen Zwecken, wenn ich das jetzt zum Beispiel retrograd mache, erhöhe ich den Druck zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schlauch hinten zum Beispiel hineinkriege und dann das ausgespült wird, retrograd, und ich spüle Bakterien in Regionen des Darms, wo sie nicht hingehören, und dort natürlich auch über weite Bereiche, wie gehört, auch schwere Entzündungen als solches machen. Und wenn man jetzt allein die Darmflora unter Anführungszeichen nimmt, das ist ein derartig ausgeklügeltes System. Wir haben einige oder zigtausend verschiedene Bakterienstämme, die jetzt aufeinander abgestimmt sind und dadurch natürlich auch ein ganz sensibles System darstellen, das wir zugegebenermaßen brauchen. Aber das kann jetzt nicht durch solche Maßnahmen. Aber man kann schon eines festhalten, wenn man es jetzt ganz einfach herunterbricht, also die ausgewogene Ernährung im Sinne von ballaststoffreich, Vitamine, also Gemüse und Obst in ausreichendem oder zumindest entsprechendem Maße, das kann mal nicht schaden. Da gibt es die EPIC-Studie. Die EPIC-Studie, ich möchte niemanden jetzt damit Studien belasten, die EPIC-Studie ist eine der größten Studien, die durchgeführt wurde in Europa. Wurde 1994 prospektiv, das heißt, da wurden Patienten eingebracht zu einem Nullzeitpunkt und dann beobachtet. Ja. 520.000 Patienten in Europa, das ist die größte Studie. Das Einzige, es gibt jetzt ein Update 2013, das Einzige, was diese Studie herausgebracht hat, ist, dass 30 Gramm Ballaststoff pro Tag das Erkrankungspotenzial an einem kolorektalen Karzinom um 30-40% senkt. Erklären Sie uns noch, was ist beispielsweise 30 Gramm Ballaststoff? Was wäre das? Wenn Sie 100 Gramm Weizen nehmen, Weizenmehl, haben Sie 2,8 Gramm drinnen. Wenn Sie 100 Gramm
Vollkornweizen nehmen, haben Sie 10 Gramm drinnen. Das heißt, 300 Gramm Vollkornweizen sind bereits die Tagesdosis. Das sind ein paar Stück Vollkornbrot. Das entsprechendes Gepäck unter Folie. Das lässt sich relativ leicht zu sich nehmen. Aber gezielt, indem man eben Vollkornprodukte und nicht Weißbrot zu sich nimmt. Wobei Ballaststoffe natürlich, dass das Wort nicht schön ist. Das sind Füll- und Quellstoffe, wie es die Engländer sagen. Ja. Vielleicht schon, weil Ballaststoffe ist kein Ballast. Und die Ballaststoffe, die brauchen wir jetzt abgesehen für die Darmmotorik natürlich auch für die natürliche Besiedelung des Darms. Also das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und wir haben ja die Ballaststoffe natürlich in anderen Produkten, als wie Gemüse und Obst auch drinnen in den Pektinen. Drum, es summiert sich, 30 Gramm klingt jetzt unter Umständen viel, ist es aber nicht. Mhm. Und man muss natürlich auch aufpassen, wenn jetzt der Darm nicht gewohnt ist, dass er jetzt ballaststoffarm gegessen hat, dass man dann sagt, ja, und ich esse jetzt ab dem morgigen Tag 30 Gramm. Naja, das wird dann nicht so gut funktionieren. Das muss man also auch ansteigen. Also das heißt, da individuelles Profil machen schadet nicht, aber im Grunde sensibilisiert sein. Die Joghurts, von denen Sie gesprochen haben, die sind jetzt so nicht zu empfehlen und entsprechend ein bisschen ausverschaut. Die Joghurt ist schon zu empfehlen, aber diese propagierten, nicht die angereicherten. Ja. Gut, also ich glaube, da ein bisschen Hausverstand einschalten kann schon mal nicht schaden. Das Thema ist Lifestyle. Genau. Inwiefern? Wenn wir in Richtung Karzinomprophylaxe gehen, ist Lifestyle das Thema. Es gibt 5 Punkte. Ja. Adipositas ist schlecht, Rauchen ist schlecht, Alkohol ist schlecht, Bewegungsmangel ist schlecht und Ballaststoffarm ist schlecht. Das sind die 5 zentralen Punkte einer Vorsorge durch primäre Prävention, das heißt Vorsorge, damit sich überhaupt kein Karzinom entwickelt. Jetzt reden wir gleich darüber. Es ist das große Schreckgespenst der Darmkrebs. Herr Doktor, was sind denen so erste Anzeichen, zu denen es hoffentlich nicht kommt, weil die Leute hoffentlich entsprechend zur Vorsorge gehen, aber was sind Anzeichen, wo man sich Gedanken machen muss? Primär. Muss das Ziel sein, die Leute zur Untersuchung zu bringen, bevor Anzeichen passieren. Gut, ja. Warum? Ich sage Ihnen sofort, was die Anzeichen sind. Patienten, die ohne Anzeichen zur Koloskopie kommen, zur Darmspiegelung, und Patienten, die mit Anzeichen kommen. Dort, wo Sie ein Karzinom finden, finden Sie in der diagnostischen, also bei den Patienten, die ein Symptom haben, in 60% Frühstadien. Dort, wo Sie eine Vorsorgekoloskopie haben, finden Sie in 95% ein Frühstadium. Das heißt, in 95% gut heilbare Karzinome bei der Vorsorgekoloskopie. Wenn Sie bereits Symptome haben, sind das nur mehr 60%. Das heißt, da haben Sie 40% Stadien, die bereits eine schlechte Prognose haben. Mhm. Trotzdem, natürlich, Anzeichen, die einen dringend zur Koloskopie schicken müssen, sind Blut am Stuhl, Frequenzänderungen des Stuhls, Konsistenzänderungen des Stuhls, das heißt Durchfall oder Verstopfung, und die Konsistenzänderung, das heißt, ob Sie jetzt weichen Stuhl, plötzlich dann harten Stuhl haben oder Bleistiftstühle. Wesentlichstes Ding ist natürlich das Blut am Stuhl, das einen zur Koloskopie bringen muss. Trotzdem zurück, Wunsch muss sein, die Vorsorgekoloskopie. Richtig, aber da gibt es natürlich noch immer viele Ängste, die man halt so vor sich hinschürt, weil man sich ja vorstellt, wie sie funktioniert. Wollen wir das jetzt mal ausräumen, Herr Doktor? Also die Untersuchung, diese Vorsorgeuntersuchung ist nicht nur lebenswichtig, Sie haben es gerade geschildert, sie ist auch vollkommen harmlos. Sie ist völlig harmlos. Also, dass wir das nochmal hier deponieren. Völlig harmlos ist gar nichts. Es ist auch ein Eingriff, der eine Komplikationsrate von 0,2% hat. Also, das sind Blutungen nach Polypektomien. Das heißt, wenn ich im Darm während der Untersuchung etwas herausschneide, so kann es in seltensten Fällen zu einer Nachblutung kommen, die man gut wieder endoskopisch regeln kann. Mhm. Prinzipiell, Angst vor einer Koloskopie ist völlig überflüssig heute. Wir machen die sanfte Koloskopie, das heißt, dass der Patient vor Untersuchungsbeginn eine Sedierung bekommt, das heißt eine Spritze, eine Infusion, eine kurze Spritze, er schläft weg. Also er kriegt gar nichts mit. Und wacht am Ende der Untersuchung wieder auf und fragt, ist die Untersuchung wirklich schon so ähnlich? Ich kann es nicht glauben. Ja. Und das passiert in 95% der Fälle. Die meisten Patienten sagen, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das schon vor Jahren machen lassen. So meine Angst ist völlig unbegründet. Wann ist eine solche Koloskopie eigentlich angezeigt? Also im Sinne der Vorsorge. Also nicht erst, wenn schon irgendwas ist und ein Problem gibt, sondern im Sinne der Vorsorge. Wann empfehlen Sie? Nach dem österreichischen Vorsorgeprojekt, was jetzt durchgeführt wird, wird die Koloskopie ab 50 empfohlen.
die Vorsorgeuntersuchung in den Bereichen macht in jedem Fall Sinn und wenn irgendwelche Hinweise sind, selbstverständlich früher. Mhm. Wie sind die Patienten da? Wir haben es gerade geschildert, das ist eine harmlose Geschichte. Wir wissen auch, wie menschliche Hirne oft ticken. Aber was stellen Sie da in Ihrer Praxis fest? Gibt es diese Ängste noch oder kann man die eh sehr schnell, wie es der Kollege gesagt hat, ausräumen? Jetzt vorher gerade Diskussion darüber, nicht, dass ein Patient diese Angst eben gehabt hat und die Frage an mich, hast du schon? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich habe ich auch schon und ich kann es bestätigen. Jetzt als Internist, dem Chirurgen, es ist wirklich nicht tragisch und das ist eine Untersuchung, die jedem zuzumuten ist und nicht wirklich jetzt diese Angst gerechtfertigt ist. Also das kann man ganz klar sagen. Die Ängste sind da und es sind wilde Geschichten. Natürlich sind oft Koloskopien, wo der Darm vielleicht ein bisschen länger ist oder es ein bisschen zu Spannungen kommt. Das mag schon sein, aber es ist in jedem Fall eine Untersuchung, die jetzt keine Schmerzen verursacht, die vielleicht im Nachhinein ein bisschen eine Blähungen hat, aber das ist auch schon alles. Das hat man ja öfters. Ja, genau. Und der unheimliche Vorteil ist, wenn Sie eine Koloskopie hinter sich haben, wissen Sie zu 99%, dass Sie in den nächsten 10 Jahren kein Dickdarmkarzinom haben werden. Ja? Das steht fest. Eine Vorsorgekoloskopie, die hochqualitativ durchgeführt ist, das ist das Wesentliche, die Kriterien stehen. Was muss eine qualitativ hochwertige Koloskopie für Kriterien erfüllen, die sind vorgegeben, die werden überprüft. Wenn Sie die unter hohen Qualitätskriterien durchführen lassen, dann haben Sie eine 99%ige Garantie, in den nächsten 10 Jahren kein Karzinom also zu haben. Also das ist ja weiß Gott Argument genug. Vielleicht noch ein Satz, Sie haben es kurz angedeutet. Wenn nun mal das Karzinom diagnostiziert ist, im Sinne der Therapie oder der Behandlung, wie kommt natürlich auf das Stadium drauf an, aber im Grunde schnell festgestellt, gut heilbar. Schnell festgestellt, gut heilbar ist nicht der richtige Zugang. Früh festgestellt. Früh festgestellt, pardon. Ja. Ganz wichtig ist, frühe Stadien zu entdecken. Ja. Wenn Sie bei einer Vorsorgekoloskopie einen Polypen entdecken und diesen Polypen mit der Schlinge abtragen, ist die Operation beendigt. Wenn Sie dort ein Karzinom drinnen finden, in einem Polypen, das eine gewisse Eindringtiefe nicht überschreitet und den Polypenstiel nicht infiltriert, sind Sie damit per Definitionen geheilt. Das heißt, Sie brauchen keine weitere chirurgische Intervention. Das macht Sinn. Wenn Sie natürlich ein Karzinom entdecken, so müssen Sie ein Staging durchführen. Das heißt, Sie müssen schauen, ist der Patient sonst tumorfrei? Mhm. Dann macht die Operation Sinn. Sind Metastasen vorhanden, wird dann individuell im Tumorboard, das muss an jeder Abteilung, wo onkologische Chirurgie durchgeführt wird, vorhanden sein, wird im Tumorboard festgestellt, kriegt der Patient zuerst eine Chemotherapie, eine Immuntherapie, wird er gleich operiert. Das hängt dann davon ab, ob dieser Tumor den Darm einengt und damit einen Darmverschluss droht. Dann ist natürlich eine Operation sofort vorzuziehen. Ist das nicht der Fall, wird dann individuell das optimale Prozedere für den Patienten festgelegt. Aber Tatsache ist, man kann sehr viel tun und wie gesagt, früh diagnostiziert, dann man lernt ja hier dazu bei den Startgesprächen. Ja. Vielleicht, ich möchte, weil wir schon am Schluss sind, die Klammer noch mal schließen und einen Punkt besonders hervorheben, den Sie schon angedeutet haben, nämlich die Bedeutung des Darms für die Ganzheitlichkeit des Menschen und auch auf seinen psychischen Zustand. Ich glaube, Sie haben auch schon erzählt, im Vorgespräch gibt es da interessante Studien dazu, inwieweit sich der Darm beziehungsweise möglicherweise Probleme im Darm auch auf die Psyche des Menschen auswirken können. Ja, da gibt es hochinteressante Untersuchungen, jetzt auch was Unverträglichkeiten also es betrifft. Man muss ja unterscheiden jetzt zwischen Allergien, wo wir wirklich mit Antikörper reagieren und mit Unverträglichkeiten, wo ich Schwierigkeiten zum Beispiel beim Abbau von Fructose oder von Laktose oder von Histaminen als solches habe. Und da ist ein recht interessanter Zusammenhang, wie wir vorher gehört haben, ist in der Darm sind ähnlich viele Nervenzellen oder vielleicht noch sogar mehr wie im Hirn. Vielleicht ist das Hirn eine Ausstülpung des Darms. Aber es gibt da verschiedenste Interpretationen, die mir da einfallen, aber das lassen wir jetzt. Aber was dann natürlich da interessant ist, ist, es konnte der Beweis geführt werden, zum Beispiel bei Fructoseintoleranz, dass die Aufnahme von Tryptophan vermindert wird. Das ist eine Grundsubstanz, ist eine Aminosäure, die Grundsubstanz für das Serotonin ist, das letztendlich natürlich jetzt auch für Müdigkeit und depressive Zustandsbilder als solches zuständig ist, weil es dann im Darm dann zu Vergärungen kommt, eben zu sogenannten Fuselalkoholen.
und die das, diese Resorption, diese Aufnahme als solches verhindern. Und das heißt, es macht sehr wohl Sinn, wenn ich jetzt Blähungen habe, unklare Ursache, Durchfälle habe, Unwohlsein habe, depressive Zustandsbilder habe oder auch andere, dass man den bei der ganzen diagnostischen Abklärung den Darm in diese Richtung nicht vergisst, weil diese Zusammenhänge, die sind evident und die Methodik hat sich in den letzten Jahren wirklich drastisch verbessert, wo man dann auch klar sagen kann, wie ausgeprägt ist es, welche Maßnahmen sind zu setzen, ist eine Substitution erforderlich oder nicht, welche diätetischen Maßnahmen sind zu setzen. Das heißt, da kann man sehr, sehr viel tun. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Argumente gehört, dass unser Appell, bitte sehr. Wir haben ein Argument nicht diskutiert, das ist Bewegung. Ja, Sie haben es kurz angedeutet. Das ist so wichtig. Wir wissen heute aus großen Meta-Analysen, das heißt Studien zusammengefasst, was da wirklich herauskommt, mit mehreren hunderttausend Patienten. Und wir machen jetzt in Österreich beim Mammakarzinom eine Studie bei Patientinnen nach Operation. Ja. Dreimal in der Woche eine Stunde körperliche Bewegung senkt das Risiko, an einem Karzinom zu erkranken, um 40-60%. Also, der Mensch ist ein Lauftier. Das muss man auch hier mal so wirken lassen. Ja, es gibt viele Argumente und vor allem auch, um den Darm sich mal checken zu lassen. Kompetenz haben wir hier, Gott sei Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre wichtige Arbeit. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier Aufklärungsarbeit geleistet haben und vor allem auch meine Gäste waren. Ihnen, meine Damen und Herren, denken Sie darüber nach, ob es auch nicht bei Ihnen mal angezeigt wäre. Wie auch immer, Ihre Entscheidung. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns.